Hallo zusammen, heute möchte ich euch wieder eine wunderbare alte analoge Kamera vorstellen. Wer mir hier auf dem Kanal folgt, weiß, dass ich mich für alte Kameras begeistere und alte Kameras auch sammle. Ich bin immer wieder fasziniert von der Technik, von der Ausstattung und von der Konzeption, die alte Kameras mit sich haben. Sie geben mir ein Gefühl von früheren Zeiten, von etwas historischer Entwicklung, wo kommt die Fotografie her und welche Ansätze gab es bei den Kameras. Wenn wir uns heute umschauen auf dem Kameramarkt, gibt es natürlich viele Modelle, die wieder das Ganze nachempfinden, ob das die Fujis sind, die sich anlehnen an alte Kameras, ob das die Leica ist, die an ihrem Grundmodell immer wieder festhält bzw. darauf referenziert. Alte Kameras sind was Wunderbares und da möchte ich euch heute eine besondere Kamera vorstellen. Und zwar ist das die Mamiya Magazin 35 und die habe ich mir über eBay aus Kanada besorgt und bzw. sie auf dem eBay Marktplatz gefunden mit einer sehr gut erhaltenen Zustand und die schauen wir uns jetzt mal an. Ich kann jetzt leider kein Unboxing machen von dem Paket aus Kanada, vor dem Ganzen im Hintergrund bei dem Import, bei der Einführung nach Deutschland über die Post landet das Ganze erstmal beim Hauptzollamt, das ist hier bei mir in Darmstadt und wenn man dort die Kamera abholt bzw. jede Ware, die dort durch die Post durchläuft, muss man vor Ort entsprechend auspacken. Insoweit öffnet sich dort dann der ganze Karton, sodass wir uns heute schon die ausgepackte Kamera anschauen können. Das einfach nur dazu. So, gucken wir uns mal die Kamera an. Ist mit Kameratasche geliefert worden. Das leider das Leder unten ein Stück, das ist leider kaputt, aber das ist jetzt nicht ganz so kriegsentscheidend, sondern wir schauen uns mal die Kamera am Ganzen an. Ja, und was diese Kamera ausmacht. Denn im Endeffekt sieht sie auf den ersten Blick aus wie eine ganz normale 35 mm Kleinbildkamera. Ja, sie hat im Endeffekt ein Objektiv, das ist hier das Seekor 50 mm mit 2,8. Die Mamiya, als sie auf den Markt kam, wurde mit zwei verschiedenen Objektivtypen ausgeliefert, einmal mit dem F2er und mit dem 2,8er. Hier haben wir das 2,8er drin. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht diese Kamera so besonders? Naja, erstmal vom Grundsatz heraus ist sie eine ganz normale, ist sie eine Messsucherkamera, also auch wie vergleichbar mit einer Leica M3. Sie hat einen Messsucher dabei, einen sogenannten Mischsucher oder Mischbildentfernungsmesser, wie es so schön richtig heißt. Ganz ansonsten erstmal so das ganz Klassische. So. Auslöser. Mit Drahtauslöseranschluss, Objektiv, also Blende heraus von 2,8 bis Blende 22, Belichtungszeit von B für Bulk bis zu einer 500. Sekunde und die Angabe ist, Entfernungsangabe ist nicht ein Meter, sondern ist in Foot, denn sie ist in Japan hergestellt worden. So, und war jetzt nicht primär für den deutschen Markt gedacht, sondern die Mamiya ist dann für den nordamerikanischen Markt gebaut worden. Oder dieses Modell, was wir in der Hand haben zumindest. Und das Besondere an dieser Kamera ist die Idee eines Wechselsystems. Und das zeige ich euch jetzt mal. Denn was ich vom Verkäufer noch mit dazu bekomme, befindet sich jetzt hier drin. Aber das macht nur dann Sinn, wenn man sich die Besonderheit dieser Kamera anschaut. Und hier unten drunter, wo man jetzt normalerweise vielleicht erwarten würde, den Stativanschluss zu haben, da gibt es ja eine Möglichkeit Lock and Unlock. Ich drücke da mal drauf und gehe mal auf Unlock. Und dann kann ich diese Kamera teilen. Und das ist eigentlich, warum die Kamera auch Magazin 35 heißt, denn sie zerfällt auf der einen Seite in den eigentlichen Kamerateil, wo das Objektiv drauf sitzt, das ist übrigens fest verbaut, wo
der Messsucher drin ist. Und ich habe den eigentlichen Filmteil, wo die Filmkassette hineinkommt. Und die Idee von den Herstellern war seinerzeit eine ganz praktische, dass natürlich ein Fotograf auch mal den Film wechseln muss. Und zwar, weil er vielleicht mit verschiedenen Filmtypen arbeiten will. Und deshalb gab es bei diesem Kauf noch etwas ganz Normales dazu, was es damals bei der Mamiya Magazin 35 immer mit dazu gab oder dazu geben konnte. Das ist eine zweite Filmkassette. Die Idee dahinter ist, dass man halt in diesen Filmkassetten verschiedene Filme hat. Und wie man hier auch sieht, ist der Film auch verschlossen. Das heißt, ich kann, auch wenn der Film eingelegt ist, ich schon die ersten Aufnahmen mit dem Film gemacht habe, kann ich natürlich den Film dann wechseln und kann zum Beispiel während der Fotografie oder den fotografischen Arbeiten heraus einmal sagen, ich mache schwarz-weiß, wechsle dann entsprechend diese Kassette, habe hier vielleicht den Farbfilm drin und tue einfach die andere Kassette entsprechend mit rein. Und dieses Fenster hier, das öffnet sich erst dann, wenn man die Kassette anlockt. Ich zeige das jetzt mal hier vorne, dass man das auch sehen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier drehe, dann öffnet sich dieses Fenster und nur dann kann es entsprechend belichtet werden. Ansonsten, wenn ich die Kassette wechsle und das ordentlich eingerastet ist, ist hier entsprechend auch das Filmfenster zu. Das ist die Besonderheit dieser Kamera. Es gab nicht viele Kameras, die so eine Idee hatten, also diese Wechselkassette während des belichteten Films oder der schon mit dem bearbeiteten Film, also dem Film, wo mit schon Aufnahmen mit drauf waren. Es gibt noch andere Kameras, das ist die Adox 300 oder die Kodak Ektra. Die haben ebenfalls so ein Konzept. Und das ist halt die Besonderheit, die diese Kamera mit sich führt. Sie ist, wie vom Verkäufer zugesagt, in einem sehr guten Zustand. Normalerweise, wenn man alte Kameras kauft, dann sind die im Regelfall, das Leder ist meistens beschädigt, verrottet oder ziemlich abgegriffen. Der Zustand hier vom Leder ist einwandfrei, das ist ein sehr schönes Modell. Das Einzige, das hatte ich aber vorher auf den Bildern auch gesehen bei eBay, hier oben hat das Objektiv mal so einen kleinen Hieb oder Schlag bekommen. Das heißt also, Schlag ist zu viel, aber hier ist ein bisschen an dieser einen Ecke hier oben, da ist der äußere Rand des Objektivs bei der Blende 22, also da wo die 22 ist, da ist es ein Stück eingedrückt. Ich weiß nicht, wie man das geschafft hat, weil diese Kameratasche, die ist eigentlich, die ist vom Grunde sehr stabil. Muss also irgendwie mal rund irgendwas gegengekommen sein. Ja, ein sehr schönes Modell. Die ist, ich gucke nochmal nach, was das Pricing war, 1957 auf den Markt gekommen und hat seinerzeit $89,50 in den Vereinigten Staaten gekostet und ist heute eher schon sehr, sehr selten zu bekommen. Hat mich sehr gefreut, dass ich die bekommen habe auf eBay und ja, sehr schönes Modell. Werde ich auch irgendwann mal einsetzen. Verschlusszeiten haben wir schon so ein bisschen geschaut. Die sehen sehr gut aus, dass die auch funktionieren. Das ist immer so ein Haken bei alten Kameras. Neben der, ich sag's mal, optischen Präsenz oder beziehungsweise dem Leder, wie ist das Leder gut, ist die Frage der Verschlusszeit. Also geht der mechanische Verschluss noch richtig? Aber das ist bei dem Modell so nach erster Augenscheinnahme scheint das zu passen. Das soll es gewesen sein für heute. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und Freude beim Fotografieren. Macht's gut, euer Maximilian.